Toleranz. Dieses Wort umschreibt ganz einfach die Tage der jüdischen Kultur und Geschichte in Magdeburg. Diskussionen, Vorträge, eine Ausstellung, Theateraufführungen, Filme, Lesungen, Konzerte. Zentraler Veranstaltungsort ist wie in jedem Jahr das Forum Gestaltung. Die Kulturtage beginnen am 28. Oktober und reichen bis zum 12. Dezember 2024. Traditionell wird anfangs der Hermann-Speer-Preis verliehen. Das an eine Institution oder Persönlichkeit, die sich um das jüdische Leben in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt verdient gemacht hat. Veranstalter ist das Forum Gestaltung in Kooperation mit dem Kulturbüro der Landeshauptstadt Magdeburg. Weitere Partner sind der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, das Gleichstellungsamt der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die hiesige Stadtbibliothek. Aber genauso auch Vereine wie der Förderverein Neue Synagoge Magdeburg, die Arbeitsgemeinschaft Magdeburg der DIG, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Sachsen-Anhalt, die jüdische Gemeinde zu Magdeburg, der jüdische Frauenverein Berisch, die sozialkulturelle Vereinigung Meridian und die Synagogengemeinde zu Magdeburg. Seit 2008 bereichern die zur Tradition gewonnenen Tage der jüdischen Kultur und Geschichte in Magdeburg das kulturelle und gesellschaftspolitische Leben in der Landeshauptstadt. Die Verbindung historischer Bezüge mit der Gegenwart sind zum einen dabei wichtig. Genauso geht es um die aktuelle politische Situation weltweit. Weitere Informationen gibt es unter www.forum-gestaltung.de. Von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung. Der Beratungsraum befindet sich im Untergeschoss des Amtes in der Lübecker Straße 32. Der Zugang ist neben der Hofeinfahrt in der Hugenottenstraße. In der Nacht vom Samstag, den 26. zum Sonntag, den 27. Oktober, ist es wieder soweit. Zum Ende der mitteleuropäischen Sommerzeit erfolgt die Umstellung der Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die MVB teilt mit, der Nachtverkehr ruht eine Stunde lang. Der MVB-Nachtverkehr nachtaktiv mit den Linien N1 bis N9 findet mit der Ausnahme planmäßig statt. In der zusätzlichen Stunde gibt es kein zusätzliches Anschlusstreffen. Der Verkehr ruht in der zusätzlichen Stunde. Das Anschlusstreffen am Alten Markt um 2.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit findet wie gewohnt statt. Der nächste planmäßige Anschluss ist dann um 3.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit.